بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil seiner Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns immer die Wahrheit als Wahrheit zeigt und die Falschheit als Falschheit zeigt und uns immer den Erfolg verleiht, dass wir der Wahrheit folgen und der Falschheit aus dem Weg gehen. Wir setzen unser Kapitel fort über Ar-Ruqa und At-Tamaim. Wir haben beim letzten Mal angefangen zu erklären, was Ruqya bedeutet. Und wir haben gesagt, Ruqya bedeutet sprachlich einfach nur, dass man vorliest und es gibt verbotene Arten oder Texte aufsagt, Sachen aufsagt. Und wir haben gesagt, es gibt Sachen, die erlaubt sind, die man aufsagt, um jemanden zu heilen. Und es gibt Sachen, die verboten sind, die man aufsagt, um jemanden zu heilen. Und eine erlaubte Sache, um aufzusagen, um jemanden zu heilen, wenn er krank ist, indem man Koran liest. Und eine verbotene Sache ist, Sachen zu sagen, die Schirk beinhalten. Und dann haben wir über Tamaim gesprochen. Tamima ist Singular von Tamaim. Und bedeutet, dass man irgendetwas an sich hängt. Ja, und dadurch versucht, Schaden abzuwenden, also Schlechtes abzuwenden, oder wie heißt es, Übel zu beseitigen, also Übel, das schon gekommen ist, wie Krankheit, dann zu beseitigen. Okay, das war das Kapitel, was wir angefangen haben. Wie dem auch sei, wir setzen fort, der Autor erwähnt ein Hadith, den Imam Ahmad rahimahullah in seinem Musnad überliefert hat, und zwar über Ruwayfi'. Ruwayfi' ist ein Sahabi. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu mir, Ya Ruwayfi', also Ruwayfi', La'alla al-hayata satatulu bik. Vielleicht wirst du viel länger leben, Klammer auf, Klammer zu, als ich. Wahrscheinlich wirst du länger leben als ich. Fa'akhbirin nasa, anna man aqada lihyatahu. أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Und zwar sagte er, teile den Menschen mit, dass jemand, der Knoten in seinen Bart macht oder Sehnen an sich hängt oder um sich bindet oder sich reinigt mit Kot von Vieh oder mit dessen Knochen, dann ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann spricht sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm frei. Dann spricht sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm los. Diesen Hadith wollen wir einfach erklären und gucken, was der bedeutet. Der Hadith ist sahih bei Ahmad und Abu Dawud überliefert worden. Auf jeden Fall, wahrscheinlich wirst du länger leben oder wahrscheinlich wirst du ein langes Leben haben, sagt er zu Ruwayfi'. Allahu a'lam, vielleicht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das am Ende seines Lebens gesagt und Ruwayfi' war noch relativ jung. Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, teile den Menschen mit, dass jemand, erster Teil, der Knoten in seinen Bart macht, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich von ihm losspricht. Also Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dann mit ihm nichts mehr zu tun. Was ist damit gemeint? Das ist eine Sache, die Araber damals gemacht haben. Sie haben sich teilweise in ihren Bart Knoten gemacht, am Ende des Bartes Knoten gemacht, 1, 2, 3, was weiß ich wie viele. Und das war ein Zeichen der Erhabenheit. Und ein Zeichen, dass diese Person ein besonderer Mensch war. Zum Beispiel der Führer seines Stammes war. Konnte man an seinen Äußerlichkeiten erkennen. Heutzutage haben sie irgendwelche Kopfbedeckungen. Also damals haben sie Knoten in den Bart gemacht. Auf jeden Fall. Denn der Bart war eine Sache, die die Araber gehabt haben. Ja? Also nicht nur die Araber, sondern die Menschen eigentlich immer gehabt haben, die Männer. Zumindest. Und das ist sowieso eine Sunna, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es wachsen zu lassen. Wenn man sagt Sunna, damit man eine Sunna, weil er es so gemacht hat. Das ist kein Urteil über Pflicht, nicht Pflicht. Die zweite Sache, warum man das manchmal gemacht hat, weil man Angst vor Ein hatte, Nazar, dem bösen Blick. Und zwar wollte man, weil der Bart des Mannes ist eine Schönheit am Mann. Also die Schönheit des Mannes liegt im Bart. Und wenn er den Bart wegmacht oder wenn er Knoten reinmacht, ja, dann will er dadurch manchmal erreichen, oder die wollten damals durch diese Knoten erreichen, dass keiner sie beneidet um die Schönheit ihres Bartes. Also wollten sie dadurch den bösen Blick abwenden. Wer sowas macht, spricht sich Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm frei. Das gleiche gilt für jemanden, der Sehnen um sich bindet, Sehnen von toten Tieren zum Beispiel, das haben wir ja schon angesprochen, kam Hadith vorher schon dran, das ist auch eine Form des Schirk. Und
Wer Istinja macht mit Kot eines Tieres. Wir wissen, Istinja bedeutet, dass man sich nach der Notdurft reinigt. Wenn man auf der Toilette gewesen ist, muss man sich reinigen danach. Was benutzt man? Zum Beispiel Toilettenpapier oder Wasser. Und verboten ist es eben, Kot von Tieren zu benutzen. Der Kot von Tieren trocknet nach einer gewissen Zeit und den kann man benutzen dann, aber ist verboten. Das gleiche gilt für die Knochen von Tieren. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass dies, das Essen ist für die Djinn. Dass das Essen ist für die Djinn. Und deswegen hat er uns das verboten, sallallahu alaihi wasallam. Okay. Die Aussage, warum hat der Autor diesen Hadith erwähnt? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Ende gesagt hat, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ. Dann ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam von ihm unabhängig oder spricht sich von ihm los, hat mit ihm nichts mehr zu tun. Die offensichtliche Aussage ist normalerweise, dass jemand dadurch aus dem Islam austritt, wenn er so etwas macht, weil der Prophet sich von ihm losspricht. Wir verstehen den Hadith so, dass gemeint ist in Bezug auf diese Tat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht sich los von demjenigen, der das macht, in Bezug auf diese Tat, hat er mit ihm nichts zu tun. Also wie wenn du jetzt zum Beispiel dein Bruder, möge Allah uns davor bewahren, macht zum Beispiel irgendeine schlimme Tat, ja, und du sagst ihm, wenn du das machst, habe ich damit nichts zu tun. Also mit der Tat nichts zu tun. Natürlich mit der Bruder hast du noch was zu tun. Du bist immer noch sein Bruder. Und das Gleiche ist, man ist immer noch Muslim, aber man hat eine gewaltige Sünde begangen, und die eben eine Form des Schirk ist. Und eine Form des Schirk bedeutet, dass es zu den größten Sünden überhaupt gehört. Dann ist über Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair ist einer der Imame der Tabi'in. Rahimahullah, einer der Imame der Tabi'in, der uns auch viele Hadithe überliefert hat. Er sagt, ein Ausspruch, er sagt selbst, man qata'a tamimatan min insan, kana ka'adli raqaba. Wer einen Talisman bei einem Menschen vernichtet, zerstört, kaputt macht, wegmacht, dann bekommt er die Belohnung, als hätte er einen Sklaven befreit. Sa'id ibn Jubair sagt diese Aussage noch einmal: Wer einen Talisman bei einem Menschen sieht und ihn wegmacht, zerstört, beseitigt, der bekommt die Belohnung, als hätte er einen Sklaven befreit. Jetzt die Frage ist: Was hat das Befreien eines Sklaven zu tun mit dem Beseitigen eines Talismans bei einem Menschen? Und warum? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, kann Sa'id ibn Jubair so eine Aussage machen? Sa'id ibn Jubair ist kein Sahabi. Sa'id ibn Jubair hat den Propheten niemals getroffen. Das heißt, und er schreibt nicht einmal den Hadith dem Propheten zu. Der Hadith ist also nicht mehr Mursal, sondern er sagt die Aussage einfach. Er sagt das. Warum hat er die Aussage gemacht? Nicht, weil er behauptet, der Prophet hat das gesagt, oder nicht, weil er behauptet, er kennt das Verborgene, sondern weil jemand, der einen Talisman trägt, und glaubt, dass dieses wirkt, haben wir gesagt, unabhängig von Allah wirkt, das ist ein Kafir, der so etwas glaubt. Haben wir gesagt, das ist der große Schirk. Und wenn du das bei jemandem beseitigst und der dadurch vom Schirk wegkommt, ist es so, als hättest du ihn vor der Hölle gerettet. Also ist es, als hättest du ihn vor der Hölle gerettet und das ist so, als hättest du praktisch einen Sklaven befreit, das will er damit sagen. Einen, oder einen, nicht einen Sklaven, einen Nacken befreit, heißt das wortwörtlich, einen Nacken befreit. Also von der Hölle befreit, dass in die Hölle geworfen wird. Ja, aber. Wir passen auf bei solchen Sachen, das sind allgemeine Aussagen. In der Realität passt man auf, wie man was wem mitteilt. Denn nicht jeder Mensch akzeptiert es, wenn man ihm einfach hingeht und etwas mit Gewalt wegnimmt oder zerstört. Und schon gar nicht, wenn er, sage ich mal, stärker ist als du. Ja? Also sei es gesellschaftlich oder irgendwie. Auf jeden Fall, das kann manchmal zu Zwietracht führen oder zu Streit führen. Aber wenn du ein Richter bist oder ein Emir bist, also du hast das Sagen irgendwo, oder du bist der Regierende, ja, dann hast du das Recht, so etwas direkt zu machen, ohne zu fragen. Und auch ein Imam der Tabi'in, und zwar Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah, hat auch uns mitgeteilt, Folgendes. Er sagte, Wortwörtlich sagt er, sie pflegten Tamaim. Tamima, das, was man aufhängt, haben wir gesagt. Sie pflegten die Tamima zu verabscheuen. Jede Art von Tamima, sei es vom Koran,
als auch von etwas anderem als dem Koran. Wen meint er damit? Ibrahim al-Nakhai meint damit die Freunde von Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, weil er war mit ihnen zusammen. Er war mit den Freunden von Abdullah ibn Mas'ud zusammen. Und er sagt, die Freunde von Abdullah ibn Mas'ud, sie haben die Ansicht von Abdullah selbst gehabt, und zwar, dass es verboten ist oder dass es verabscheuend ist, dass man eine Tamima aufhängt, so ein Talisman, egal, ob das vom Koran ist oder von was anderem. Ob ich einen Koran-Text schreibe, einen Vers schreibe und den umhänge um den Hals oder etwas anderes schreibe. Egal was, hat er gesagt, alles hat er verabscheut. Abdullah ibn Mas'ud. Seine Freunde ebenfalls, klar, weil sie waren seine Schüler, die das Wissen über ihn überliefert haben. Und das meinte Ibrahim al-Nakhai mit dieser Aussage. Okay. Nee, geht für alles. Also egal, egal was man schreibt, zum Beispiel Allahs Name oder Ayat al-Kursi oder al-Fatiha oder egal was, irgendwo hinhängt, um dadurch Ayn zu vermeiden. Das ist eine Sache, haben wir gesagt, da gibt es Ikhtilaf unter den Gelehrten. Haben wir gesagt, da gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten und Abdullah ibn Mas'ud vertritt diese Ansicht und wir sagen, dass die Ansicht von Abdullah ibn Mas'ud die sichere Ansicht ist. Die sicherere Ansicht ist. Das heißt, wenn du dich auf diesem Weg befindest, du machst nichts falsch. Wenn du dich auf dem anderen Weg findest, kann es sein, du begehst eine Bid'ah. Weil du machst etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht gemacht hat. Der einzige Grund, warum wir nicht sagen, es ist haram, weil manche, der uns vorausgegangen haben, gegangen rechtschaffenen Menschen von den Sahaba und denen danach anderer Meinung gewesen sind. Ja, ansonsten würden wir sagen, es ist verboten ist. Okay, jetzt aus dem Kapitel, das wir behandelt haben, können wir einigen Nutzen ziehen. Und zwar, erstens haben wir gelernt, was Ruqyah bedeutet. Und dass Ruqyah nicht nur bedeutet, die prophetische Medizin. Nicht nur bedeutet, Koran zu lesen, einen kranken Koran zu lesen oder Hadithe aufsagen. Ja? Sondern Ruqyah allgemein bedeutet nur Al-Qira'ah, das Lesen, das Aufsagen von etwas. Das haben wir gelernt. Und dass es davon verbotene Teile gibt und erlaubte Teile gibt. Und Tamima haben wir auch gelernt, Tamima und Tamaim. Dann haben wir gelernt, was At-Tiwala ist. At-Tiwala haben wir gesagt, ist das, wie heißt es, etwas, zum Beispiel ein Ring gemacht wird für einen Mann oder eine Frau, der sie näher zusammenbringen soll. Ja, und das ist auch eine Form von Schirk. Dann haben wir gesagt, dann ein weiterer Nutzen ist, dass alle diese drei Sachen, Tiwala, Tamima, Talisman und, wie heißt es, die Ruqya, alle drei davon sind Schirk, sagt der Autor. Aber wir passen auf, weil wir haben gesagt, es gibt Formen von Ruqya, die halal sind. Und es gibt Formen von Tamima, wo es Ikhtilaf gibt. Das haben wir gesagt. Okay. So. Dann haben wir auch gelernt, dass man Ruqya machen darf, in Bezug auf Fieber. Wenn jemand Fieber hat, darf man für ihn Ruqya machen. Und genau das gleiche gilt für Ein, also für Nazar. Ich weiß, manchmal sagen Nazar, manchmal sagen Ein. Ich kenne nur Ein, auf jeden Fall normalerweise. Aber wie es auch sei, weil im Hadith heißt Ein. Ein ist auch erlaubt, dass man dafür Ruqya macht. Aber wir haben auch gelernt, dass der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam la Ruqyata illa min Aynin aw Humah. Ich sage den Hadith jetzt absichtlich auf Arabisch, weil genau wie ich übersetze, kommt darauf an, was damit gemeint ist. Die eine Übersetzung bedeutet, man darf Ruqya nur machen in Bezug auf Ayn und wie heißt es in Bezug auf nicht Fieber, sondern in Bezug auf Vergiftungen. Auf Bezug auf Ayn und in Bezug auf Vergiftungen. Und die andere Auslegung des Hadiths, die richtigere ist, dass Ruqya wirkt am besten in Bezug auf Ayn und Vergiftungen. Das ist richtig, weil wir haben überliefert bekommen vom Propheten, dass er, wenn er Kopfschmerzen hatte, auch Ruqya gemacht hat. Also wissen wir, dass der Hadith nicht so zu verstehen ist, dass man Ruqya nur für diese beiden Sachen machen darf. Aber das ist jetzt das Problem. Das ist das Problem von heutzutage, wenn man Hadithe übersetzt in eine andere Sprache und keine Erklärung dazu schreibt. Oder wenn man nur die eine Version übersetzt, weil man nur die eine versteht. Ja? Man muss die Erklärung als Übersetzer auch lesen, damit man weiß, wie man ein Hadith zu erklären hat. Okay. Gut, dann fünftens, dass man
Tamima, wenn es vom Koran ist, der Koran versus sowas, dass es darüber mehr als eine Ansicht, also zwei Ansichten gibt und sichere Ansicht von der Madhhab von Abdullah ibn Mas'ud. Dann auch, dass das Aufhängen von diese Beispiele, die wir erwähnen mit Sehnen von Tieren und sowas, wir haben gesagt, das ist ein Beispiel. Ja? Wir haben gesagt, es trifft auf alle anderen Sachen zu, die bei denen man nicht nachweisen kann, dass sie Nutzen bringen, also wissenschaftlich nachweisen kann, oder bei denen nicht Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, dass sie Nutzen haben. Ja? Und darauf weist der Gelehrte jetzt nämlich, möge Allah ihn belohnen, ihn barmherzig dann hin. Und zwar hat er gesagt, es gibt so Reifen, Armreifen, die verkauft werden an die Menschen gegen Rheumatismus, gegen Rheuma. Ja? Und er hat gesagt, bis jetzt wissen wir nicht, ich meine, es ist schon ein paar Jahre her, was er gesagt hat, also, aber wir sagen, ich kenne keinen neueren Kenntnisstand. Wir wissen nicht, dass Reifen anlegen gegen Rheumatismus hilft oder schadet. Beides von beiden wissen wir nicht. Außer schadend, wenn dann schon, wie Psyche sowieso haben wir ja gesagt. Ja. Aber wir wissen nicht, dass es irgendwelche Vorteile hat. Und solange es keine Vorteile hat, weder nachweisbar noch überliefert ist, ist es natürlich verboten. Also machen wir es nicht. Und, siebtens, dass es absolut verboten ist, solche Sachen zu tun. Denn sie gehören zu Aschirk. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich losgesprochen von diesen Menschen. Und wenn jemand sagt, wenn jemand behauptet und sagt, die Lossprechung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bedeutet, dass es Kufr war. Ja? Dann hat er einen Beleg in der Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala und eine Bekanntmachung von Seiten Allahs und seines Gesandten an die Menschen am Tag der großen Pilgerfahrt, dass Allah der Verpflichtung gegenüber den Götzendienern ledig ist und auch sein Gesandter. Oder dass Allah gegenüber den Götzendienern mit den Götzendienern nichts zu tun hat und ebenso sein Gesandter. Und Allah hat ihn losgesprochen und zweifellos in das Kuffar. Aber ein anderer Hadith weist wiederum darauf hin, dass diese Lossprechung in Bezug auf diese Handlung gemeint ist und nicht auf die Aqidah. Und zwar der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nämlich in einem Hadith, man rashana falaysa minna. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Und auch da haben wir nicht gelernt, dass Betrug von den Nawaqid al-Islam ist. Also das heißt, zu denjenigen Dingen gehört, die den Islam eines Menschen annullieren, vernichten. Dass er aus dem Islam also austritt. Achtens, die Vorzüglichkeit oder die große Belohnung für jemanden, der so etwas zerstört bei anderen Menschen und es beseitigt. Ja? Denn wenn man eine schlechte Sache beseitigen kann, muss man sie beseitigen. Und man erhält dann dafür auch Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, zweifellos. Okay. Jetzt die Frage, die wir vorher nicht beantwortet haben, ist: Warum? Nee, die haben wir beantwortet. Ich meine, eine Frage, die man sich jetzt stellen könnte: Ist eigentlich die Aussage eines Sahabi ein Beleg? Ja. Ist die Aussage eines Sahabi ein Beleg? Das heißt, wenn ein Sahabi irgendwie urteilt und sagt zum Beispiel, zur Sunna gehört, dass man das und das und das macht. Ist das ein Beleg oder nicht? Kein Beleg. Weil der Tabi'i, ich rede vom Tabi'i, habe ich das Sahabi gesagt? Der Tabi'i, ne? Weil der Tabi'i ist ja in der Generation nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ja? In der Generation danach. Frage, das heißt, wen hat er getroffen? Er hat Sahaba getroffen, aber keinen Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Die Frage ist jetzt, wenn er sagt, es gehört zur Sunna, dass man das und das macht, ist das tatsächlich eine Sunna? Darüber gibt es zwei Ansichten. Manche sagen, dass solche Aussagen Mursal sind. Das heißt ganz normal, er behauptet, er schreibt etwas dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, aber zwischen ihm und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam fehlt ein Überlieferer, mindestens. Mindestens einer, sagen wir. Warum sagen wir mindestens einer? Weil wenn wir wüssten, dass genau einer fehlt, würden wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir wüssten, dass zwischen dem Tabi'i und der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nur ein Überlieferer fehlt, würden wir uns keine Sorgen machen. Denn wer wäre dieser eine Überlieferer? Ein Sahabi. Und jeder Sahabi ist vertrauenswürdig. Aber das Problem ist, der Tabi'i muss nicht unbedingt ein Sahabi gehört haben, dass er das sagt. Kann sein, er hat einen anderen Tabi'i gehört.
Und von den Tabi'in gibt es welche, die vertrauenswürdig sind und andere, die nicht vertrauenswürdig sind. Das ist das Problem am Hadith der Mursalis. Und deswegen wird der Hadith der Mursalis von den Hadith-Gelehrten als daif eingestuft, schwach eingestuft. Ja. Und zum Beispiel ein Hadith der Mursal ist, der schwach ist, ist die Aussage, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugeschrieben wird: Wer hinter einem Imam im Gebet steht, dann ist die Lesung des Imams eine Lesung für denjenigen, der hinten dran steht. Dieser Hadith ist Mursal. Wäre dieser Hadith sahih, dann wäre ein starker Beleg für was? Dass der Imam, dass der Ma'mum hinten gar nichts lesen braucht. Gar nichts, überhaupt nichts. Weder beim Pflichtgebet, noch beim Freiwilligengebet, noch beim Lautlesen, noch beim Leiselesen, noch beim in der ersten Raka'a, noch zweite, noch dritte, noch vierte. Ja? Also das wäre ein Beleg in dieser Hinsicht. Ja? Okay. Wir sagen aber allgemein, natürlich die Aussage eines Tabi'i ist kein Beweis. Und die Aussage des Tabi'i von Sa'id ibn Jubair haben wir nur gesagt, weil tatsächlich, wenn du jemanden vom Schirk befreist, er saß nicht von der Hölle befreit. Das ist der Sinn der Sache gewesen. Selbst die Aussage eines Sahabi ist zu unterscheiden. Der Sahabi, es kann sein, dass er seine Meinung sagt. Und der Sahabi kann sein, es kann sein, dass er eine Sache uns mitteilt, die er nur vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gewusst haben kann. Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Okay. Wir sind jetzt hier bei den Kapiteln fertig. Dann können wir 2 Minuten Pause machen oder 3 Minuten Pause machen. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wa sallam ala Rasulillah. Neues Kapitel. Babun man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. Also, dieses Kapitel geht um das Ersuchen des Segens bei Bäumen und Steinen. Bei Bäumen und Steinen. So, und jetzt, die Sache ist sehr aktuell. Ja, die ist nicht alt, die ist sehr aktuell, weil bis heutzutage, ja, wenn du beim Jabal al-Thawr gehst, also Jabal al-Thawr ist der Berg, auf dem sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Abu Bakr versteckt hat. Und wenn du da unten bist, am Fuße des Berges, in Mekka, in Mekka. Und wenn du am Fuße des Berges bist, dann findest du dort Bäume und du findest, dass Leute was ganz Komisches machen. Also erstmal, wenn du siehst die Bäume, denkst du, das ist eine Müllhalde, weil so viele Tüten hängen dort rum. Aber irgendwann merkst du, es kann nicht sein. Nee, also, weil es gibt wirklich in der Wüste wahrscheinlich viel Müll. Also die Leute machen Picknick oder sowas, ja, und die hängen ihre Tüten, lassen einfach hin, und dann geht es an den nächsten Baum, der Ast, er verfängt sich am Ast und dann hängen sie da drum. Aber dort sind die nicht verfangen, sondern sie sind festgeknotet an den Bäumen. Und das ist kein Zufall mehr, wenn nur ausreichend bei dem einen Baum viele Mütter sind. Ich habe wirklich gedacht, das wäre Müll. Bis man mir gesagt hat, nein, das sind Leute, die hängen ihre Tüten auf und wünschen sich dadurch den Segen von diesen Bäumen. Oder den Segen dieses Ortes. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dort gewesen ist. Ja? Oder dort Hijra gemacht hat. Also Hijra gemacht hat. Und Abu Bakr dort gewesen. Auf jeden Fall. Wie bitte? Warum mit einer Tüte? Und das Ja, müssen drin ist die Leute irgendwas. fragen. Ich meine, warum machst du einen Knoten in den Bart und denkst, dadurch wird der böse Blick abgewendet? Ja? Also, vielleicht finden manche den Knoten auch schön. Auf jeden Fall. Oder warum denkst du durch Sehnen von Tieren? Ich meine, das ist. Schirk hat keine Logik. Das ist ja das Problem bei Schirk. Deswegen Allah schmeißt euch die Hölle. Weil Schirk hat keine Logik. Du dankst jemand anderes außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, Tabarruk oder Baraka. Wo kommt das Wort ursprünglich her? Erstmal, Baraka, wenn wir sagen, oh Allah, segne das und das, gib Baraka für das und das, dann meinen wir damit normalerweise zwei Sachen. Erstens, oh Allah, vermehre das Gute darin. Und du bittest um Beständigkeit, um das Gute, was darin ist. Das heißt, du bittest darum, dass das Gute, was drin ist, auch gut bleibt. Und zweitens noch mehr wird. Das ist Baraka. Ja? Dass du bittest um das Gute und dass Allah das Gute vermehrt. Und auf Arabisch, Al-Birka ist das Sammelbecken. Das Sammelbecken, Birka, Baraka, ist das gleiche Wort. Ja? Das ist Sammelbecken, Birka, wo das Wasser sich sammelt. Wie zeichnet sich das Wasser aus? Dass dort besonders viel Wasser im Sammelbecken. Und zweitens,
ist das Wasser dort still. Das heißt, es ist beständig dort, es bleibt dort. Es bleibt dort und ist viel. Ja, deswegen ist Baraka, das, was wir unter Baraka verstehen. Okay. Ersuchen nach Baraka, das Ersuchen nach Baraka, kann auf zwei Arten geschehen, also auf zwei erlaubten Arten geschehen. Und zwar einmal durch eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala oder sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat, darin ist Baraka für den Menschen. Also Gutes und Segen. Und zwar einmal, ein Beispiel ist für eine religiöse Sache, ist der Koran. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. In Surat Sa'd, Vers 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Allah beschreibt das Buch, den Koran, als ein Buch, das wir dir zu dir herabgesandt haben, ein gesegnetes Buch. Oder ein gesegnetes Buch, das wir zu dir herabgesandt haben. Also ist der Koran ist Mubarak. Ja, das ist gesegnet. Beweis, wenn man nämlich nach dem Koran sich richtet, dann wird man durch den Segen, der da drin steckt, von der Schirk und der Hölle befreit. Durch den Segen, der im Koran steckt. Hältst du dich daran, du gehst ins Paradies. Hältst du dich nicht daran, nicht. Und zum Segen des Koran gehört, dass du, wenn du einen Buchstaben liest vom Koran, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir die Belohnung, als hättest du 10 Buchstaben gelesen. Und was ist der große Vorteil dieser Sache? Wir sparen Zeit. Weil würden wir zum Beispiel 10-mal so viel Belohnung haben wollen, müssten wir 10-mal so viel lesen. Du brauchst nur einmal machen und Allah gibt dir das Zehnfache davon. Nicht nur Zeit, sondern auch Energie sparen wir. Ja, das ist natürlich ein großer Vorteil. Dann die zweite Sache ist eine nachweisbare Sache. Nachweisbar. Das kannst du spüren und sehen. Erstens, Lehren. Lehren. Wenn jemand unterrichtet und gutes Wissen weitergibt, Koran und Sunna, Koran und Hikma, ja, dann ist das ein Segen natürlich. Weil der Segen, das heißt, das Wissen, was eine Person hatte, verteilt er auf mehrere Personen. Und wenn der Segen ganz besonders groß war und Ikhlas war, dann die das hören, die geben es dann noch weiter an die nächsten, mashallah. Und wem ist das schon passiert? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natürlich, ja. Das ist natürlich der Segen sein ganzes Ummah. Zweite Sache, Dua. Dua machen. Jeder weiß, wenn er Dua macht, hört Allah das Gebet und du kannst das Ergebnis sehen. Du kannst das Ergebnis nachweisbar vor dir sehen. Okay. Und ein Beweis dafür, dass man das als Baraka nennen darf, unterrichten und Segen und solche Sachen, gute Taten, ist folgendes: die Aussage von Usayd ibn Hudayr, radiallahu anhu, ein Sahabi, er sagte: Ma hadhihi bi awwali barakatikum, ya ala Abi Bakr. Dies ist nicht der erste Segen, der von euch kommt, o Familie von Abu Bakr. Wann hat er das gesagt? Wir kennen die Geschichte, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages auf einer Reise war und mit ihm natürlich viele Sahaba, unter anderem mit ihm seine Frau Aisha radiallahu anha. Und dann hat sie unterwegs hat sie dann eine Kette von ihr vermisst. Und die Kette, haben sie gesucht und gesucht und gesucht. Natürlich am Ende, die war genau unter dem Kamel, wo sie war. Natürlich, ja, subhanallah. Auf jeden Fall, die hatten sie gesucht, gesucht, gesucht. Und sie hatten kein Wasser. Das Wasser wurde knapp. Und da kam sogar ihr Vater zu ihr und hat sie gescholten. Hat ihr gesagt, also wegen dir, die ganzen Leute warten und suchen wegen deiner Kette und was weiß ich, und wir haben kein Wasser, was sollen wir machen? Auf jeden Fall, im Laufe dieser Stunden oder Tage oder Minuten, Allah, wenn wir sie gesucht haben, erzählt der Prophet irgendwann mal und sagt, dass er einen Vers bekommen hat, eine Ayah von Allah subhanahu wa ta'ala, und das war Ayat At-Tayammum. Das heißt, der Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringt, dass wenn wir kein Wasser haben, um Wudu zu machen, um uns zu waschen fürs Gebet, dann dürfen wir auch reine Erde verwenden. Und dann sagte Usayd ibn Hudayr, dies ist nicht der erste Segen, der von euch kommt, o Familie von Abu Bakr. Weil Aisha, durch das, was zu ihr passiert ist, dass sie ist der Grund dafür. Und Allahu A'lam, dadurch, dass Abu Bakr sie in Bedrängnis gemacht hat, es kann auch sein, dass ein Grund dafür gewesen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Erleichterung herabsendet. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Okay. Das ist ein Segen, also eine gute Tat von jemandem, der so etwas macht. Okay.
Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala lässt gute Taten geschehen durch bestimmte Personen. Es gibt aber auch Barakat, die eingebildet sind, die Quatsch sind, die nichtig sind. Wie manche Leute behaupten, dass nicht Lebendige was tun und segnen können, sondern Tote segnen können. Und solche Sachen sind Einbildungen. Und vielleicht spielt der Shaitan sein Spiel damit. Und vielleicht spielt der Shaitan sein Spiel damit, indem er die Menschen beeinflusst, ihnen einflüstert, dass tatsächlich, ja, das hat geholfen, dass du meinetwegen, wie beim Polterabend, machen sie, Geschirr zerstören sie. Das ist eine Form von Schirk. Okay. Und zu dem Segen, zu einem Segen zum Beispiel gehört, ja, okay, die Frage ist jetzt, wie kann man unterscheiden zwischen einem richtigen Baraka und einer Quatsch-Baraka? Die Antwort ist ganz einfach, kommt auf die Person an. Wenn die Person eine gottesfürchtige Person ist, die Allah fürchtet und die sich bewegt auf dem Koran, gemäß dem Koran und des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam und weit weg ist von den verbotenen Neuerungen, den Bid'ah, dann und ihr passiert etwas Gutes, dann wissen wir, es ist eine Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ansonsten, wenn eine Person eine schlechte Tat verbreitet, wie die Menschen heutzutage, die den Menschen zweifeln lassen, die Muslime zweifeln lassen am Koran oder an das Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist auch eine Sache, die sich verbreitet. Aber das ist eine Verbreitung von schlechten Taten. Das ist das Gegenteil von Baraka. Und das ist schlecht für diese Person. Also wissen bis anhand der Sache, die sich verbreitet und anhand der Person, die so etwas tut. Und zu einer Baraka zum Beispiel gehört einfach als Beispiel die gewaltigen Schriften und Bücher, die Sheikh al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah rahimahullah geschrieben hat. Wenn man sich einmal anschaut, was er an Bänden verfasst hat, dann fragt man sich, wann hat er Zeit gehabt, den Dschihad zu machen, den er auch geführt hat. Ja, Tatar, selbst gemacht hat. Da fragt man sich auf jeden Fall, das ist ein Segen. Warum ein Segen? Für die Menschen seiner Zeit und die Gelehrten, die von bis heute profitieren noch von seinen Schriften, die er geschrieben hat. Okay. Bäume, wissen wir, was Bäume sind? Manche Leute, ja, wir kennen eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die passiert ist zur Zeit von Umar, radiallahu anhu arda. Und zwar hat er einen Baum einfach fällen lassen. Hat einen Baum fällen lassen. Und das ist der Baum, wo die Bay'at al-Ridwan stattgefunden hat. Das heißt, das ist ein Baum bei Mekka. Bei Sulh al-Hudaybiyah haben die Sulh al-Hudaybiyah ist diese Vereinbarung zwischen dem Propheten sallam und den Mekkanern, die unter anderem beinhaltet, dass sie in dem Jahr, wo sie Umrah machen wollten, nicht Umrah machen dürfen, sondern erst im Jahr danach und so weiter und so fort. Ja? Und noch andere Sachen beinhalten. Aber dann bevor sie diesen Vertrag überhaupt geschlossen haben, haben sie ja gedacht, dass Uthman radiallahu anhu gestorben ist. Weil er ist rübergegangen zu den Mekkanern und wollte mit ihnen kommunizieren und mit ihnen verhandeln. Ja? Und es hat ein bisschen länger gedauert und es hat sich rumgesprochen, dass er wahrscheinlich schon gestorben ist oder ermordet worden ist. Was hat der Prophet dann veranlasst? Eine Bay'a, und zwar ein Treueschwur. Und diesen Treueschwur haben die Sahaba alle geleistet unter einem Baum. Und diesen Baum hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt. Allah sagte, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah ist mit den Gläubigen zufrieden, die dir den Treueschwur unter dem Baum geleistet haben. Und das ist eine gewaltige Sache. Das heißt, diese Leute, MashaAllah, die dort den Treueschwur geleistet haben, Allah ist mit ihnen zufrieden. Das wissen sie schon in diesem Set, noch bevor sie gestorben sind. Und diesen Baum hat Umar, radiallahu anhu, zu seiner Zeit hatte gemerkt, dass manche Leute hingehen und Segen ersuchen von diesem Baum. Also hat er gesagt, abschneiden, wegmachen. Der Baum wird abgehackt, fertig, und gibt es nicht mehr. Seit 1400 Jahren ungefähr. Okay? Und diese Sache haben, ohne dass wir Namen nennen wollen, bestimmte Regierungen in neuester Zeit gemacht. Haben manche muslimische Regierungen gemacht. Als sie das gemacht haben, hat man ihnen vorgeworfen, dass sie rückständig sind, dass sie die Geschichte nicht bewahren wollen, der Geschichte der Muslime. Also ein Baum ist die Geschichte schlechthin. Ich meine, das ist im Koran erwähnt, der Baum sogar. Ja? Aber den Muslimen sind neue Sachen eingefallen, in Arabien und anderswo, so dass manche Muslime, die Alhamdulillah Islah machen wollen, das heißt, sie wollen Frieden stiften auf der Erde, sie haben diese Shirkiyat,
Plural von Schirk, beseitigt, zerstört, ja, kaputt gemacht. Ja. Und wie heißt das? Und das und leider die Unwissenden denken, dass sie die Geschichte nicht bewahren wollen. Das ist Quatsch. Die wollen den Schirk vernichten. Ja? Weil wir haben nichts von einem Baum, der da steht. Davon haben wir gar nichts. Es reicht, wenn wir es erzählt bekommen im Koran. Es reicht uns. Wir müssen den Baum nicht sehen. Das, zu wissen, wie der Baum aussieht und was weiß ich, das führt nur dazu, dass man noch hinreist. Und der Prophet hat verboten, dass man aus gottesdienstlichen Gründen zu anderen Moscheen reist, außer diesen dreien. Und jetzt reisen vielleicht manche Leute noch zu solchen Bäumen. Auf jeden Fall, der Autor sagte in der Überschrift, dass es jetzt um das Segenersuchen von Bäumen geht und Steinen geht und Ähnlichem. Also Steine wissen wir auch. Wo wird heutzutage noch Segen ersucht bei Steinen? Bei der Kaaba. Bei der Kaaba gibt es Leute, die ihre Kleider reiben an der Kaaba oder weiß nicht was sie machen an der Kaaba. Alles auf jeden Fall. Sie ersuchen den Segen von diesen Steinen, die dort sind. Und wenn sie wüssten, wo diese Steine herkommen, würden sie es nicht machen. Ja? Weil sie sind einfach Steine, die sie gefunden haben, die gepasst haben, die sie vielleicht geschliffen haben und dann reingepasst haben in den Bau. Ibrahim hat es gebaut. Okay? Aber die Kaaba wurde zwischendurch, die sind nicht die gleichen Steine wie von Ibrahim damals. Die wurde zwischendurch erneuert. Ja? Zur Zeit des Propheten, als er noch kein Prophet war, hat man die Kaaba erneuert. Okay? Auf jeden Fall, wie heißt es? Aber welcher Stein ist besonders? Al-Hajar al-Aswad, der schwarze Stein. Und da ersuchen manche Leute den Segen. Aber da ist es auch verboten, den Segen zu ersuchen. Weil, was hat der Prophet zusammen gemacht? Er hat den Stein geküsst. Oder er hat den Stein berührt, also einmal berührt. Oder er hat auf den schwarzen Stein gezeigt, beim Tawaf, wenn er nicht reinkommen konnte. Eins von den beiden, drei Sachen. Wir machen das genauso, wie er es gemacht hat. Und deswegen hat der Umar diesen berühmten Spruch gesagt, als er beim Stein war, hat den Stein geküsst und hat er gesagt, Alhamdulillah, sodass alle Leute das hören können. Und so verstehen wir, wie die Sahaba den Propheten verstanden haben. Er hat gesagt, ich weiß, dass du ein Stein bist, der weder nützen noch schaden kann. Und hätte ich nicht den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesehen, dass er dich küsst, hätte ich dich auch nicht geküsst. Also er hat es als einen reinen Gottesdienst gesehen, Ibadah. Er macht es so, ich mache es einfach nach. Fertig. Braucht man nicht viel denken, einfach nachmachen. Und mit der Nähe für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das war's. Ansonsten, die Kaaba gibt nur zwei Stellen, die man berühren darf. Nur zwei Stellen. Der schwarze Stein und der jemenitische Stein. Alle anderen Stellen der Kaaba berührt man nicht, außer nach manchen Gelehrten und Salaf die Stelle zwischen dem schwarzen Stein und der Tür. Dort macht man nach manchen Salaf seinen gesamten Körper daran und betet zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber nicht um Segen zu ersuchen, sondern es ist einfach eine Form der Erniedrigung vor Allah subhanahu wa ta'ala. Jetzt erwähnt der Autor einen Vers aus dem Koran, besser gesagt viele Verse aus dem Koran. Und zwar sagt er: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ Und zwar, was meint ihr wohl zu Al-Lat und Al-Uzza? Diese Verse befinden sich in Surat Al-Najm. Surat Al-Najm, der Stern. Warum erwähnt er diesen Vers? Al-Lat und Uzza, wissen wir, sind zwei Gottheiten, der Gottheiten von den Arabern früher. Alhamdulillah gibt es nicht mehr. Afara'aytum Al-Lat und Al-Uzza. Um die Bedeutung dieses Verses jetzt zu verstehen, gucken wir uns die Verse vorher an. Allah sagte am Anfang dieser Sura, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Behaltet euch im Kopf, das Kapitel geht um Schirk. Schirk, im Grunde genommen, du suchst Ehre, Verehrung, Anbetung, was weiß ich, bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Natürlich, das ist jetzt eine allgemeine Definition, das ist keine Definition, das ist allgemeines Gerede. Ja? Aber, dass man etwas macht, bei jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So. Behaltet das jetzt im Kopf. Und Al-Lat und Uzza sind zwei Gottheiten, die Araber gehabt haben, neben Allah. Die haben sie angebetet, obwohl sie nur Allah anbeten dürfen, eigentlich. Ja? Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Ich schwöre beim Stern, wenn er zusammenfällt. Ich schwöre beim Stern, wenn er zusammenfällt. Wir wissen aus der Astronomie, dass jeder Stern, den wir im Himmel sehen können, ist in Wirklichkeit eine Sonne. Ja? Also wissen wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht nur diese eine Sonne, die wir sehen können, erschaffen,
sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat viele, 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 viele Sonnen erschaffen. Und diese Sonne, die wir sehen können, ist eine kleine Sonne. Es gibt viel, viel größere als sie. Okay. Und Allah schwört bei diesem Geschöpf. Ich schwöre beim Stern, wenn er zusammenfällt. Das ist eine Übersetzung. Ma dalla sahibkum wa ma gawa. Euer Freund ist nicht in die Irre gegangen, also Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er liegt auch nicht einem Irrtum. Die Verse gehen so weiter und so fort. Und dann erzählt Allah subhanahu wa ta'ala und sagt über seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat von den großen Zeichen seines Herrn gesehen. Von den großen Beweisen seines Herrn gesehen. Und dann sagt er danach, also Muhammad hat viele Beweise gesehen, viele Wunder gesehen, viele Großzeichen gesehen. Muhammad hat das Paradies gesehen, die Hölle gesehen. Ja, er hat Sachen gesehen, die normalerweise ein Mensch nicht sehen darf in seiner Lebenszeit. Ja. Und dann sagt, nachdem Allah diese gewaltigen Sachen beschreibt, sagt er, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ. Was meint ihr wohl zu Allat und Al-Uzza? Also im Vergleich zu dem, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann sagt er, وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Und diese Manat, diese dritte da, die dritte da, ja, diese drei Gottheiten sind die größten Gottheiten, die sie damals gehabt haben. Ja. Und wir wissen, im Koran sind einige Gottheiten erwähnt, Surat Nuh sind noch ein paar andere Gottheiten erwähnt. Ja. Aber diese größten Gottheiten, was meint ihr zu Allat und Al-Uzza und der Manat, dieser dritten da? Dieser dritten da, so ist auf Arabisch, dieser dritten da. Also um zu sagen, dass das Ersuchen von Segen bei solchen Gottheiten ist Quatsch. Also kann man auch kommen zu, wenn überhaupt, wenn du überhaupt von einem Geschöpf Segen suchen wolltest, dann gibt es andere, die eher ein Anrecht darauf hätten, als diese Gottheiten, die ihr selbst sogar gebaut habt. Ja, ich meine, das ist der größte Quatsch. Okay. Aber gucken wir uns mal diese Worte kurz mal an. Allat. Allat kann zwei Sachen bedeuten. Allat, dieser Name von dieser Gottheit. Nach der einen Ansicht ist Allat, kommt vom Wort Al-Ilah, der Gott. Also ist eine Ableitung von dem Namen Allahs. Al-Ilah ist ein Name von Allah, keine Frage. Der Gott. Ja. Das ist die eine Ansicht. Und die zweite Ansicht ist Allat, nach der anderen Lesart, liest man es Allat, also mit Shadda auf dem Ta. Und dann bedeutet es jemand, der, man erzählt, es war ein Mann, der früher für die Pilger Speise verkauft hat und darin viel Fett reingetan hat. Also Fett reingetan hat, weil man braucht Fett zum Leben. Und diese Person, weil sie viel Gutes getan hat für die Pilger, als sie gestorben ist, hat man irgendwann angefangen, sie anzubeten. Allah musta'an. Das war's. Das ist die erste, das ist Allat. Al-Uzza kommt vom Namen Allahs Al-Aziz. Al-Aziz, und zwar der Allmächtige und derjenige, der niemals besiegt werden kann. Der niemals besiegt werden kann. Und der jeden anderen bezwingt. Und das war, Entschuldigung, habe ich noch nicht erwähnt, Al-Lat ist die Gottheit der Leute von At-Ta'if gewesen und Umgebung. Al-Uzza ist die Gottheit von Banu Kinana gewesen. Und sie befand sich auf einer Palme zwischen Mekka und At-Ta'if. Manat ist eine dritte Gottheit, die Araber früher angebetet haben und kommt vom arabischen Wort Mannan höchstwahrscheinlich. Mannan. Mannan ist Allah. Mannan ist jemand, der Gutes gibt und tut und nachher der anderen Person sagt, ich habe dir das gegeben und das Gutes getan, das Gutes getan, das Gutes getan. Das ist eine Sache, die darf nur Allah subhanahu wa ta'ala machen. Wenn ein Mensch das macht, gehört das zu den großen Sünden. Wenn ein Mensch eine Sadaqa gibt, eine gute Tat gibt, eine Spende gibt und sagt nachher dem anderen, ich habe dir das und das gegeben, es ist eine der großen Sünde, Kabira von Al-Kabair. Weil das, was Allah dir gegeben hat, also weil es eine Weisheit, die offensichtlich dahinter steckt, ja. Erstens, weil es eine Eigenschaft Allahs ist, die geht uns nichts an, dürfen wir nicht verinnerlichen. Zweitens, weil Allah es verboten hat. Drittens, weil Allah ist derjenige, der dir diese Sache gegeben hat, das Geld gegeben hat. Das heißt, das Geld, was Allah dir gegeben hat, gibst du weiter. Das war's. Das heißt, wo ist die gute Tat, die du geleistet hast?
Du hast es weitergegeben, was Allah dir gegeben hat. Du hast es nicht mal selbst erschaffen oder so. Ja? Auf jeden Fall, das ist die, wie heißt es, das Al-Manat und Al-Manah kommt wahrscheinlich von diesem Wort oder von Mina. Mina, die Ortschaft Mina, wurde deswegen genannt, weil, sagt man, weil dort viel Blut vergossen wird. Al-Mina, Mina kommt von dem arabischen Wort vergießen lassen oder strömen lassen. Ja? Man sagt, das Blut strömt, weil jeder weiß, der schon mal ein Tier geschlachtet hat, sobald du die Hauptschlagader durch hast, ah, da fließt Blut, ja, ziemlich stark. Und man sagt, dass offensichtlich haben die Leute für Al-Manat viel geopfert. Allahu a'lam, auf jeden Fall. Das ist eine Auslegung, also eine sprachliche Auslegung. Und dieser Götzen befand sich zwischen Mekka und Medina für Hudhayl und Khuza'a, das sind zwei Stämme oder Völker. Und auch Al-Aus und Al-Khazraj, die ursprünglichen Bewohner von Medina, pflegten sie zu verherrlichen und von dort aus ihre Labbaik Allahumma Labbaik zu sagen, also für die Hajj, um die Hajj einzutreten. Nicht um Hajj einzutreten, sondern ich meine, dass sie die Absicht fassen, Hajj zu machen. Okay. Und dann, die Frage ist, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, Alakum al-Dhakar wa lahu al-Untha, das heißt, gehören euch die Söhne und ihnen die Töchter? Okay. Also, die Sache ist ja so, die Araber damals, wissen wir, wenn sie eine Tochter geboren haben, dann haben sie sie entweder vergraben, wie Allah es im Koran erwähnt hat, oder sie haben, wie heißt das, es einfach unter schlimmen Umständen aushalten müssen. Das heißt, ihr Blick wurde finster, sie haben sich sehr aufgeregt darüber, dass sie waren sehr beleidigt, dass ihr Allah ihnen eine Tochter gegeben hat, und sie haben ihren Grimm zurückgehalten, also ihren Zorn und ihre Traurigkeit haben sie zurückgehalten. Und Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass Töchter, Mädchen, ja, sind eine gute Sache. Alhamdulillah, stimmt's? Alhamdulillah. Und die Sache ist so, diese unverschämten Götzendiener, wenn ihr schon etwas opfern wollt für Allah subhanahu wa ta'ala und einen Menschen begrabt, ja, ich meine, warum dann die Mädchen, die ihr nicht haben wollt? Das ist ein Hinweis darauf, wenn du etwas schenken willst, an Opfer geben willst, dann gibst du etwas Gutes. Und deswegen wird beim Hajj wird kein Opfertier angenommen, das ein Schaden hat. Ja? Ein Tier, das zum Beispiel ein Arm fehlt. Oder ein Tier, das blind ist. Oder ein Tier, das behindert ist. Oder ein Knochenbruch hat. Oder irgendetwas. So ein Tier wird beim Hajj nicht akzeptiert. Als Hadi. Ja? Darfst du nicht. Oder auch als Fidya. Egal, darfst du nicht als Sühneleistung machen, ja? Sondern du musst ein vollkommenes Tier haben, weil es kann nicht sein, dass du das loswerden wirst, was du so nicht magst. Okay. Tilka idan qismatun, dieser Allah sagt, das ist eine ungerechte Verteilung. Also wenn schon, dann verteilt wenigstens gerecht, aber beides ist sowieso verboten. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man Menschen umbringt ohne Recht oder zu Unrecht. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auch noch das, was ihr anbetet, außer Allah, sind nichts anderes als Namen, die ihr ihnen gegeben habt oder eure Vorväter. Die ihr ihnen gegeben habt oder eure Vorväter. Allah hat hierfür keine Ermächtigung abgesandt. Allah hat euch das nicht einmal erlaubt. Nein. Weil sie sagen ja auch, dass sie an Allah glauben. Und sie glauben, dass Allah der höchste Herr ist. Hat Allah, der höchste Herr, es euch erlaubt? Nein, auch nicht. Also das heißt, ihr wisst mit Gewissheit, dass das, was ihr tut, falsch ist. Okay, und dann Allah subhanahu wa ta'ala macht sie noch nieder und sagt, in yattabi'una illa dhann. Sie folgen, was folgen sie? Nur Vermutungen. Wa ma tahwa al-anfus. Und das, was die eigenen Seelen gerne möchten, das, was die eigene, wonach die eigene Nafs Seele neigt, dem folgen sie. Und der eigene Nafs, wenn er nicht geleitet wird durch den Koran, die Sunna, dann leitet er dich auf den falschen Weg. Und dann, Allah sagt ja in Surat an einer anderen Stelle im Koran, sagt er, subhanahu wa ta'ala, dass die Vermutungen können keine Gewissheit ersetzen.
Das ist sinngemäß der Vers. Vermutungen können keine Gewissheit ersetzen. Und dann sagt Allah SWT, وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Das ist jetzt noch ein Satz drauf. Und zu ihnen ist doch die Rechtleitung gekommen. Das ist all das. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, sie haben das nicht gewusst und was weiß ich. Jetzt, Allah hat ihnen einen Koran herabgesandt und einen Propheten erweckt unter ihnen, den sie kennen, von dem sie wissen, wo er herstammt, wissen, wie er aufgewachsen ist und wissen, dass er das, was er gerade lehrt, nirgends gelehrt haben kann, weil er war die ganze Zeit dabei. Plötzlich mit 40 Jahren kommt er mit Wundern. Ja, Wundern meine ich jetzt nicht die Wunder, sondern meine ich jetzt eher die so einen Koran, so ein Gesetz. Wo hat er das Ganze fabriziert die ganze Zeit? Er war ein Mensch von ihnen. Das heißt, obwohl die Rechtleitung da ist, macht ihr das trotzdem noch. Jemand erklärt euch, dass ihr es falsch macht und ihr begeht es immer noch. Das heißt, ihr habt überhaupt kein Argument mehr, dass ihr so etwas tut. Als letzten Satz, warum hat der Autor diesen Vers erwähnt? Weil genauso wie es sinnlos ist, von diesen falschen Göttern, Allat, Al-Uzza, Manat, Nasr und was weiß ich, wie sie heißen, dass man von ihnen Segen versucht zu verlangen oder dass sie genauso sinnlos ist, dass man versucht von ihnen zu erlangen, dass sie einem helfen oder Schaden abwenden. Genauso sinnlos ist es von einem Stein und von einem Baum das gleiche zu verlangen. Und das gehört zum Fiqh, zum richtigen Verständnis der Verse des Koran, dass man weiß, warum Allah die Sachen verurteilt hat, und so übertragen wir es auf alle anderen Sachen, nicht nur auf die Steine, auf die Bäume, sondern auf alles andere, was nicht nutzen, was nicht schaden kann, was nicht nachgewiesen ist. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا